Ja, hallo, da wären wir wieder bei Memento Mori. Ich habe eine etwas längere Pause gemacht, aber für euch geht es ja nonstop weiter. Denn ich gehöre ja zu den Leuten, die auch immer etwas auf Vorrat aufnehmen. Gut, wir haben die Nacht hier verbracht, wenn ich mich recht entsinne. Das Licht blendet mich irgendwie, deswegen gehen wir mal vor die Tür mit unserem guten Max Durand. Und schauen uns draußen ein bisschen um. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Na, so wirst du aber nicht viel herausfinden. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Fast zwei. Oh, Schon André. 2 Uhr? Ich habe noch nie im Leben so lange geschlafen. Außerdem habe ich Kopfschmerzen. Ob die uns wohl etwas ins Essen getan haben? Das bezweifle ich. Ich konnte ohne Probleme aufstehen. Ich habe die Gemälde gefunden. Das sind 3 Stück und sie stammen alle aus der Eremitage. Und was noch viel besser ist, ich habe einen Verbündeten hier gefunden. Sobald er in Sicherheit ist, können wir selbst hier auch weg. Also geh kein Risiko mehr ein. Hast du schon zu Mittag gegessen? Ja, habe ich. Der Abt und ich waren alleine und er sah ziemlich nachdenklich aus. Als du mich aufgekreuzt bist, hat er beschlossen, die Unterhaltung dann eben beim Abendessen fortzusetzen. Gut, dann treffen wir uns zum Abendessen. Pass auf dich auf in der Zwischenzeit. Das macht er bestimmt. Die laufen ja immer noch mit demselben Klamotten rum. Das ist ja was anderes anziehen, Leute. Ihr seid kein gutes Vorbild. Für wen auch immer. Ab zur Brücke. Und wir wollen. Hoffentlich hat ja niemand das Versteck entdeckt. Ich hätte heute Morgen nachsehen sollen, ob eine Antwort da ist. Genau so ist es. Und deswegen gucken wir halt jetzt, ob eine Antwort da ist. Wird ja hoffentlich keiner rausgemacht haben. Also grafisch haben sie das echt genial hingekriegt. Finde ich. Der Schrein, den ich im Moment als meinen persönlichen Briefkastenzweck entfremde. Ja, schau mal. Hast du irgendwas bekommen oder so? Da ist eine Antwort. Bis jetzt hat noch niemand unsere Geheimkorrespondenz entdeckt. Ein Glück. Okay, was ist denn das für eine Antwort? Da steht, ich soll den Alarm abschalten und dann für eine Ablenkung sorgen. Wenn man bedenkt, dass ich die gestohlenen Bilder und André irgendwie hier herausbekommen muss, dann habe ich bis Mitternacht aber noch einiges zu tun. Was steht da? Es gibt 2 dringende Angelegenheiten, die Sie übernehmen müssen, da ich selbstständig von anderen umgeben bin. Zuallererst muss das Sicherheitssystem abgeschaltet werden. Ich weiß leider nicht, wo sich der Hauptschalter befindet, aber um das Kloster herum gibt es überall Sensoren und Detektoren, sodass man uns sofort aufspüren würde, sobald wir verschwinden. Außerdem müssen wir irgendwie ein Ablenkungsmanöver starten, damit niemand bemerkt, dass wir fliehen. Kümmern Sie sich um ihre anderen Angelegenheiten, soweit das hier eben möglich ist. Ah, wir treffen uns dann am Schrein. In letzter Zeit komme ich mir immer vor, als würde ich nur anderer Leute Befehle ausführen. Tust du auch. Aber irgendwas sagt mir, wenn ich tue, was in der Nachricht steht, dann werde ich mit einem Schlag alle meine jetzigen Probleme gleichzeitig los. Das liegt drin, der gute Max. Ja. So viel hierzu. Ach, das haben sie echt wunderschön gemacht. Müssen wir jetzt irgendwas in der Krypta vielleicht noch machen? Ich bin mir nicht sicher. Aha. Da wollten wir doch. Stimmt, wir wollten doch das die Gemälde verschwinden lassen, ne? Das wollte er machen. Mist. Ich muss den Klosterverwalter irgendwie ablenken, damit ich in die Krypta hineinkomme. Seine Schlüssel wären auch ganz hilfreich. Die Stützbalken hatten noch keine Funktion, oder? Die hier. Die hatten eigentlich noch keine Funktion, soweit ich weiß. Vielleicht können wir so den ablenken. Ah ja, er macht was. Böse, Max. Sie müssen vorsichtig sein, Monsieur Durand. Für große Reparaturen fehlt uns das Geld. Ich schaue mir das besser mal an, bevor es ganz in sich zusammenfällt. Es tut mir leid.
Der fällt auf der älteste Trick rein, den es... Wenn es in der Krypta etwas Interessantes zu finden gibt, dann ist jetzt der richtige Augenblick, um danach zu suchen. Du bist auch ein Vollhorsch. Der steht noch neben dir und du laberst sowas raus. Ich leihe sie mir für einen Moment aus. Ja, für einen Moment. Gibt es sonst noch irgendwas, bevor wir was übersehen? Ein Werkzeugkasten. So können wir uns den auch ausleihen. Und eile dich mal ein bisschen, Max. Ich weiß nicht, ob der zurückkommt. Das Werkzeug kann ich bestimmt gut gebrauchen. Eine Werkzeugkiste mit zwei Schubladen. Cool. Gut, drehen wir mal. Was könnte bloß in dieser Schublade sein? Ja. Ich kann hier nichts Interessantes entdecken. Kannst du nicht? Gibt es hier etwas, das nützlich sein kann? Ich kriege den Deckel nicht auf. Entweder klemmt er oder er ist irgendwie gesichert. Eine Blech... Weiß ich nicht, wie kriegen wir den auf? Keine Ahnung. Hammer ist mal nehmen, ne? Zange haben wir auch. Ja, vielleicht brauchen wir eine Zange. Klar, eine Zange. Okay. Da ist ein Deckel. Jetzt. Jetzt kann sie aufmachen. Cool. Nägel. Und da war nichts drin, ne? Gut. Dann gehen wir ab nochmal in die Krypta, denn wir müssen ja die Kunstgegenstände irgendwie verschwinden lassen. Das war es ja noch, was uns fehlt. Was wir machen wollten. Gucken, ob wir das in dieser Episode noch hinkriegen. Nee, Quatsch. Doch. Geheimgang? Ja. Genau. Lässig er da reinläuft. Das ist der einzige Ort, an dem sich die Hauptschaltung für den Alarm befinden kann. Ich muss die Gemälde irgendwie hier wegbekommen. Jetzt schauen wir mal erstmal das Gemälde hier an. Da war der Tresor dahinter. Ist mich recht entsinne. Und wir haben jetzt einen Schlüssel von dieser Krypta. Vielleicht. Na nun, was haben wir denn da? Das hast du schon gesehen. Oh Gott, das hat mich gerade voll irritiert, dass da seine Brust, seine tolle Männerbrust zu sehen ist. So. Okay. Das hier muss der Hauptschalter für die Alarmanlage sein. Dann machen wir die jetzt mal aus. Wo das abgeschaltet ist, wird es viel einfacher, unbemerkt zu verschwinden. Das ist doch schon mal was, ne? Was jetzt? Okay. Und dann wollten wir noch was mit der Kiste machen, soweit ich mich entsinne. Ich lasse die Kiste besser wo... Ja, du bist echt ein Horst. Seehofer. Nee, das hier Gemälde. Sind die Gemälde, die in der Ehre... Mit der Holzkiste müssen wir es machen, Max. Und zwar, die machen wir jetzt erstmal auf. Und dann können wir vielleicht in der Kiste die Gemälde verstecken. Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun, ne? Und dann schauen wir, was weiter passiert. Jedes Mal einzeln auswählen, das ist mühsam. So. Man könnte es immer nur einmal sagen und er macht es dann, aber nö. Mal sehen, was drin ist. Oder genauer gesagt, wie viel Platz noch ist. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit afrikanischen Statuetten. Aber auf dem Gebiet bin ich kein Experte. Ja, auf welchem? Die kann ich nicht einfach so mitnehmen. Ich kann nichts damit anfangen und irgendjemand vermisst sie vielleicht. Auf welchem Gebiet bist du schon Experte? Das gilt zum Erforschen. Und wenn wir jetzt die Gemälde anzeigen? Vielleicht hier das da? Gut, das muss einfach funktionieren. Es ist die einzige Möglichkeit, die Gemälde hier raus in die zivilisierte Welt und zu Ostankovic zu kriegen. Ich muss ihm eine E-Mail schreiben, damit er den Zielort und die Frachtnummer kennt, um die Lieferung abzufangen und die Gemälde zurückzubekommen. Aber das ist große, das geht ja echt ganz knapp rein, ne? In die Kiste. So, und jetzt die Nägel wieder. Wo hat man Nägel? Da hat man Nägel, so. Cool, den Hammer benutzt er automatisch. Was für ein raffiniertes Kerlchen, der Google Max. Sitzt wie angegossen und fällt auch gar nicht auf.
Ein Glück, dass die Mönche mit Beten beschäftigt sind und nicht schauen, was Max da die ganze Zeit treibt. So, aber bevor wir diese E-Mail schreiben, machen wir ein kleines Päuschen. Wir sehen uns. Ciao.